In diesem Video richten wir Zevdesk gemeinsam ein und erstellen die benötigten Textvorlagen und unser Design für die Angebote und Rechnungen. Also, los geht's! Dazu geht ihr jetzt unter das Video und klickt auf den Link, den ich euch hier eingefügt habe. Dann gelangt ihr sofort zu der Seite Zevdesk. Dort angekommen, könnt ihr auf kostenlos testen drücken und eure E-Mail-Adresse eingeben, die ihr dabei verwenden möchtet. Anschließend gelangt ihr zur Account-Einrichtung. Da gebt ihr alle Daten ein, die eure Firma repräsentieren. Anschließend müsst ihr nur noch die Kleinunternehmerregelung auswählen, wenn ihr das seid, oder das eben weglassen. Anschließend seht ihr hier eine Branchenauswahl. Dort wählt ihr eine Branche aus, die eure Firma am besten repräsentiert. In meinem Fall wähle ich Entwicklung an IT und scrolle runter zu Beratung und Consulting und wähle dabei Coaching und Seminare aus. Ab zum nächsten Schritt. Dann seht ihr hier die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Zevdesk, die ihr natürlich akzeptieren müsst. Manchmal sieht man hier den Button nicht. Hier links neben Ich stimme der Vereinbarung zu ist ein Häkchen. Also anschließend auf Akzeptieren und damit sollte ein Willkommensbildschirm erscheinen. Um euch jetzt anmelden zu können, geht ihr in euer E-Mail-Postfach und öffnet die E-Mail, die ihr von Zevdesk bekommen habt, mit vielen Dank für deine Anmeldung, die E-Mail-Adresse bitte bestätigen. Ihr erhaltet dann sofort auch ein Passwort, das ihr verwenden könnt für den Login. Das heißt, wir klicken jetzt auf Login und sind schon angemeldet und ich ändere mein Passwort direkt. Wer möchte, kann jetzt eine Zevdesk-Tour starten. Wir beginnen jetzt, das Zevdesk so anzupassen, dass es zu unserem Unternehmen passt. Dazu gehen wir links auf Einstellungen und Unternehmen und geben erstmal alle Daten an, die hier abgefragt werden. Weißt du auf deinen Rechnungen Umsatzsteuer aus? Nein. Dann Gewinnermittlungsmethode. Ist es Gewinn mit der Euro-Methode oder mit der GUV-Methode? Das müsst ihr euren Steuerberater fragen. Genauso die Standardkontenrahmen solltet ihr auch euren Steuerberater fragen. Meiner verwendet SKR03. Dann Firmenname, Geschäftsführer, alle Daten eingeben. Zu guter Letzt solltet ihr euer Logo auswählen und hochladen. Das Logo wird dann verwendet, wenn ihr zum Beispiel kein Briefpapier als PDF-Datei habt, dann erstellt euch Zevdesk automatisch ein eigenes Rechnungsbriefpapier. Das heißt, ich gehe jetzt in meine Ordnerstruktur und suche mein Logo. So. Anschließend klicke ich hier oben auf Speichern und damit habe ich alle Einstellungen gespeichert. Dann fragt er euch nach Buchungskonten, dass ihr die Buchungskonten überprüfen sollt. Das würde ich erstmal lassen. Das solltet ihr zusammen mit eurem Steuerberater machen. Deshalb klicke ich jetzt auf Schließen. Als nächstes gehen wir zu den Textvorlagen. Die sollten wir alle bearbeiten. Wie die Textvorlagen funktionieren, erkläre ich euch an den Angeboten und das kann man dann direkt auf die Rechnungen und auf die Lieferscheine und so weiter übertragen. Das heißt, beim Angebot gibt es einmal einen Fußtext und einen Kopftext. Um das zu sehen, gehen wir einmal hier bei Aufträge und erstellen ein neues Angebot. Das bedeutet jetzt, der Kopftext hier ist: Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen das gewünschte freibleibende Angebot. Das würde ich so lassen. Und das gleiche hier für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir bedanken uns sehr für Ihr Vertrauen. Und da kann man dann natürlich das auch lassen. Kontaktperson, wer möchte, kann einfach seine E-Mail-Signatur dort einfügen. Ja, ich schreibe jetzt hier einfach mal Fabio Celentano ein. Damit das jetzt immer so ist, muss ich natürlich die Textvorlage ändern. Das heißt, ich kopiere das jetzt und gehe wieder zurück in die Einstellungen, verwerfe das Angebot, das brauche ich nicht mehr, zu den Textvorlagen. Dann bin ich beim Angebot Fußtext und füge dort anstatt Kontaktperson Fabio Celentano ein. Speichern. Als nächstes, wenn wir die E-Mail versenden mit dem Angebot, dann möchten wir natürlich auch, dass in der E-Mail steht, im Anhang finden Sie Ihr freibleibendes Angebot. Das heißt, wir müssen hier auch eine Textvorlage erstellen, die ist nicht standardmäßig voreingestellt. Das bedeutet, wir klicken jetzt oben rechts auf Textvorlage, sagen Angebot, E-Mail, Text, klicken dann oben rechts auch auf E-Mail, sagen dann Zevdesk, wann wir diesen Text verwenden möchten. Und zwar bei Versand von Angeboten möchten wir den Text verwenden. Guten Tag, könnten dann hier auch Platzhalter, nämlich mit Anrede, Guten Tag, Herr, Nachname. Im Anhang finden Sie Ihr freibleibendes Angebot. Über die Beauftragung würden wir uns sehr freuen. Die Signatur wird standardmäßig eingefügt. Das kann man dann nachher auch noch anpassen. Das heißt, ich klicke jetzt auf Erstellen und das ist dann Position Nachricht. Ich kann jetzt auch zum Beispiel den Betreff ändern. Das machen wir gleich mal. Also brauchen wir Angebot, E-Mail, Betreff. Das heißt, auch wieder hier rechts auf E-Mail klicken für Angebote.
und sagen dann, das ist jetzt der Betreff. Achtung, bei Textvorlage im Betreff kann man zum Beispiel die Dokumentennummer nehmen, dann steht nachher automatisch dran AN minus, also Angebot minus eure Zahl. Ich schreibe das immer so, Angebot und dann Dokumentennummer AN minus und so weiter. Weitere Sachen mache ich in den Betreff meistens nicht rein. Das lege ich als Standard fest und speichere es ab. Auch beim anderen müssen wir das noch als Standard festlegen, dann wird es immer verwendet. Ihr seht, hier steht überall Standard. Gut, jetzt haben wir E-Mail-Betreff und E-Mail-Text. Wir haben Angebot-Kopfzeile und wir haben Angebot-Fußtext. Das heißt, fürs Angebot hätten wir jetzt schon mal alles fertig. Das probieren wir jetzt einmal aus. Wir gehen also auf Aufträge, erstellen ein Angebot, erstellen einen Kontakt, Testperson XY, neuen Kontakt erstellen. Das ist jetzt eine Organisation, also machen wir mal Testorganisation. Straße, Platanenweg 60, Kontaktdetails. Wenn ich jetzt hier eine E-Mail-Adresse einfüge, dann wird sie automatisch ausgewählt, wenn ich jetzt gleich hier oben auf Versenden drücke. Als Produkt sage ich einfach mal Umsetzung der Automatisierung 3.990 Euro. Versenden und damit wird ein automatisiertes Angebot erstellt. Schon eingefügt mit unseren Daten hier als Absender. Die Person bzw. Testorganisation wird eingefügt. Die Angebotsnummer wird automatisch eingefügt. Ab wo die startet, können wir noch ändern. Dann das Datum wird eingefügt. Kundennummer und der Ansprechpartner, der das Angebot erstellt hat und so weiter. Das steht alles schon drin. Hier unten stehen unsere Daten, die wir vorhin in den Einstellungen eingegeben haben, automatisch drin. Jetzt kann ich entweder von Zefdesk direkt einen Brief versenden lassen. Da muss ich es nicht selber eintüten. Habe ich noch nie gemacht. Würde ich auch nicht machen. Wir wollen ja sowieso viele E-Mails versenden. Das heißt, ich gehe hier als E-Mail versenden, per E-Mail versenden. Dann wird hier automatisch als Empfänger meine E-Mail-Adresse angelegt, die im Kundenstamm hinterlegt war. Und Betreff auch automatisch Angebot, Dokumentennummer, wie wir es vorhin eingegeben hatten. Und hier automatisch das, was wir vorhin auch als Textvorlage eingefügt hatten. Jetzt haben wir natürlich noch keine Signatur. Die Signatur müssen wir also auch in den Einstellungen noch hinterlegen. Und somit würde ich das jetzt so absenden. Im Anhang wird sofort das Angebot hinzugefügt und der Text passt. E-Mail versenden, kann auch gleichzeitig eine Kopie an mich senden. Wie ihr schon seht, hier ist das Angebot angekommen. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Weil ich keine Personennamen eingegeben habe, sondern nur eine Organisation, wird das automatisch eingefügt. Im Anhang finden Sie Ihr freibleibendes Angebot. Über die Beauftragung würden wir uns sehr freuen. Perfekt. Also, wie wir sehen, müssen wir eine Signatur hinzufügen. Das heißt, wir gehen hier bei Signatur auf E-Mail, Position Signatur, für alle Dokumente verwenden, auch als Standard festlegen. Und hier nehme ich einfach meine Signatur aus der E-Mail. Eine neue E-Mail erstelle, habe ich hier schon eine Signatur stehen. Die kopiere ich mir heraus und füge sie hier ein. Das reicht mir schon. Ich verlinke auch immer hier gerne noch meine Webseite, also Link-URL. Wenn ich eine E-Mail-Adresse habe, dann schreibe ich hier mail-to-info@automatisiertes-unternehmen.de. Dann wird das automatisch eingefügt. Hier wähle ich meine Webseite aus und zwar mit HTTPS, automatisiertes Unternehmen. Das setzt eigentlich auch schon ein und fertig. Als Standard festlegen, dann wird es immer verwendet und wir haben unsere Signatur erstellt. Das gleiche kann ich jetzt noch individuell für meine Rechnungen und für meine Lieferscheine oder Auftragsbestätigungen machen. Das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf. So, ich habe jetzt alle meine Texte erstellt, die ich für die Auftragsbestätigungen, für das Angebot und für die Rechnungen benötige. Lieferscheine habe ich so gut wie keine, deshalb habe ich hierfür nichts erstellt. Das könnt ihr aber halten, wie ihr möchtet und alles wirklich komplett individuell anpassen. Wir gehen jetzt über zum Briefpapier. In meinem Fall will ich mein Briefpapier eigentlich so belassen. Ich zeige euch aber ganz kurz, wie ihr die Sachen ändern könnt. Entweder ihr kauft euch für ein bisschen Geld andere Rechnungs- und Angebotsvorlagen. Die Standardvorlage ist aber eigentlich schon sehr, sehr gut. Man kann auch für Rechnung und Angebot unterschiedliche Vorlagen verwenden, macht aber meines Erachtens keinen Sinn. Also ich würde immer beim gleichen bleiben. Ich nehme das Standard und sage Druckoptionen. Jetzt kann man verschiedene Dinge bearbeiten. Nämlich zum Beispiel, ob man die Absendezeile oben am Briefkopf drucken möchte oder nicht. Die will ich auf jeden Fall drin haben. Dann muss ich nicht immer selber mit Hand draufschreiben. Die Fußzeile sollte man auch drucken, meiner Meinung nach. Seitenzahl ist eigentlich immer wichtig. Die Falz- und Lochmarken ist gut für die Leute, die das Ganze abheften möchten. Die sonstigen Einstellungen, die man hier noch auswählen kann,
Könnt ihr einfach mal durchprobieren. Den QR-Code möchte ich persönlich nicht mitdrucken. Ebenso Artikelnummern brauche ich nicht. Die möchte ich nicht mitdrucken. Positionsbeschreibungen, die finde ich immer wichtig. Deshalb lasse ich sie drin. Das sehen wir gleich, wann es die Positionsbeschreibungen sind. Absendezeile drucken in Ordnung. Umsatzsteuer pro Position, das brauche ich nicht. Das wird ganz zum Schluss bei mir in der Umsatzsteuer einfach eingefügt. Also pro Position ist es überflüssig. Das speichere ich mir so ab. Wie verändere ich die fortlaufenden Nummern meiner Angebote, meiner Rechnungen und meiner Auftragsbestätigungen? Dazu geht ihr auf Einstellungen, dann auf Buchhaltung und hier seht ihr alle verschiedenen Typen, die es gibt, die ihr verändern könnt, nämlich zum Beispiel die Rechnung. Da könnt ihr das Format ändern, wer zum Beispiel schreibt Rechnung und dann minus die Nummer und die Zahl, wenn ihr eine fortlaufende Zahl habt, bei der ihr gerade seid, zum Beispiel die 958 und habt dann bei der nächsten Rechnung, die ihr erzeugt, dastehen Rechnung minus 959 und auch das wird einfach als nächste Nummer fortlaufend geändert. Hier seht ihr dastehen, was er als nächste Rechnungsnummer verwendet. Das gleiche könnt ihr mit dem Auftragsbestätigung, mit dem Angebot und mit den Lieferscheinnummern verändern. Sollte euer Steuerberater spezielle Buchungskonten verwenden, dann könnt ihr auch das unter Einstellungen und Buchhaltung im Reiter Buchungskonten verändern. Damit sind wir eigentlich schon fertig. Wir haben Zefdesk eingerichtet, wir haben alle unsere Daten eingegeben und wir haben unsere individuellen Briefköpfe und unsere individuellen Texte, die wir haben möchten. Als nächstes zeige ich euch die Schritte vom Angebot bis zum Steuerberater an einem Durchgang.